Hey, so die Leon hier und ich hoffe, ihr seid gut in den Montag gestartet. Dieses Video hier ist der absolute Eignungstest für euch als Tarkov-Spieler. Und wenn ihr daran zerbrecht, lasst Tarkov links liegen, sucht euch ein anderes Spiel. Für alle anderen, die denken, sie sind hart genug, wünsche ich viel Spaß mit einigen frustrierenden Highlights des letzten Samstags, die mir doch einiges an Nerven gekostet haben. Und tja, so ist Tarkov. Von daher, wenn ihr mehr sehen wollt, ich bin wochentags wie immer abends ab 20 Uhr auf Twitch unterwegs. Ich hoffe, wir sehen uns. Macht's gut. Ich habe keine Granaten mit. Zwei sind tot. Die Scheiße, die hören das Kriechen.
treffen, sollte man. Da ist immer noch einer hinter mir, von dem ich im Moment nicht weiß, wo er ist. Was nutzt du immer für ein Night Vision? Das ist unterschiedlich. Entweder das Einfache, das, was ist das? PVT-10 oder wie das heißt, also dieses Russending da für 35.000. Und alternativ das Gute von Prepper. Wann immer ich mir es günstig kaufen kann. Meine Rüstung muss komplett runter.
Die Granaten sind nach draußen geflogen. Der kommt nicht looten, das ist das Problem. Aus der hintersten Ecke schießen die auf mich. Ich muss deswegen meine Position ändern. Ich weiß, was passiert, wenn ich hier angehe. Meine Kugel bleibt wieder. Im Dings stecken. Hier ist noch jemand mit an Bord, ne?
Ich weiß nicht, ob es zwei waren. Es klang zwischendurch so. Ich hatte schon Angst. Also, habe ich jetzt immer noch. Wie zur Hölle konnte der eine Granate auf mich werfen? Und es waren zwei. Ich bin mir nicht sicher, dass der mir seelenruhig zugeschaut hat. Der hat mich schwarz auf schwarz nie gesehen. Und er lag im Gras. Der hat wahrscheinlich gar nichts gesehen. Er hat gehofft, er kann irgendwann aufstehen. So, jetzt darf hier nur noch ein Dritter kommen. Das ist mein Problem. Weil... War das mein Arsch gerade?
Der geht schon nach Hause. Der war schon voll. Das ist so fürchterlich. Schaut euch mal die Berge an. Ohne, mit, ohne, mit. Ich wusste, hier ist noch einer.